Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Hey, Hündchen! Private Wyatt, guter Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Das ist er, oder? Das ist Totenkopf! Helfen Sie bei der Entscheidung. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber wahre Grausamkeit. Bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir kommen hier raus, verdammt nochmal! Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Und ich sehe jemanden. Sie heißt Anya. Kümmert sich gut um mich. 1960. Die USA kapitulierten vor 12 Jahren, nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Ich bin Oberstleutnant Engel. Sehr schöne und vollkommene Züge. Die Widerstandskämpfer, wo sind sie? DJ Blaskowitz. Caroline, Sie leben. Wenn man einen Sack Scheiß Leben nennen kann. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Sir Roth, laut offiziellem Register wurde er festgenommen und in das Lager Cello gebracht. Sie sind Sir Roth? Ich bin mir nicht sicher. Was wissen Sie über Sir Roth? Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Regime-Technologie. Ich werde sie retten. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blaskowitz. Pass auf da draußen. Niemand verlässt mein Lager! Max, halt! Oh, ich mag dich auch, Max. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Die Dirty Shoot sind eine uralte mystische Gruppierung. Wir erfinden Dinge. Die Technologie der Dirty Shoot ist allem, was Sie jemals gesehen haben, um viele Jahrhunderte voraus. Willkommen zurück in Berlin, Blaskowitz. Ihre alte Freundin, Frau Engel, befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Hey, Captain! Sie haben die Hammerfaust entführt! Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes! Dringen, so schnell es geht, in die Basis ein! Fegen Sie Totenkopf vom Erdboden. Totenkopf hätte den Mann schon längst töten sollen. Ich erledige sie im Stehen. Captain, wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Boom. Feuer frei. Er kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so viel getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. So stur. Anya, was ist? Da ist er. Caroline, hier lang. William. Oh, du Dummerchen. Hast du gedacht, wir lassen dich hier zurück? Der Scheiß ist einer Innereien. Hängen raus. Halt die drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Sachte, sachte. Nein, zwei. Hoch. Ein Segen. Vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Umgeben von Freunden, die mich lieben. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Warte, wir sind raus! Feuer! Ja, Madam! Er verblutet! Schneller! Maxus! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube, der Himmel brennt. Stimmt nicht! Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Komm
warte eine Tage in die Hangarbucht. Sind in anderthalb Minuten. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde! Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte! Bleiben Sie bei uns, Blazkowicz. Kämpfen Sie! Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder! Wir brauchen einen Blutspender! Schnell! Gut zuhören! Sie und Sie auch! Bringen Sie die Leute zur Krankenstation! Beeilung, aber nochmal! Ja! Ich brauche Licht! Bleib da, still jetzt. Er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg! Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia. Jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen. Aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Versteckst dich im Schrank! Dein Anblick macht mich krank! Schaff deinen Arsch hierher! Sofort! Immer her damit, du kleiner Feigling! Mehr hast du nicht drauf? Du bist so verdammt schwach!
die Jacken auf dir rum. Zerbrechen, lassen dich dreckfressen. Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeig dir, wie man es leben kann. Ruhig atmen, Blazkowicz. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche Sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Und fühlst du die Tritte? Bessie! Happy! Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselst so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz, Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schrägen begradigen. Es liegt an dir. Finger an den Abzug. Genau so. Und jetzt? Schieß. Schieß! So schwach wie deine Mutter. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Thank you.
Sie sich erst, wenn ich sage, dass es in Ordnung ist. Also, lassen Sie nicht mal einen Faden. Mikrowellen machen Brei aus Ihnen und das wollen Sie doch nicht. Oder etwa doch. Okay, warten Sie. Okay, jetzt. Kommen Sie. Vorsicht, der Boden ist nass. Das heißt, das System funktioniert. Kommen Sie. Los. Das sind Mikrowellen. Schnell, 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 schnell. Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger Anja, schön, dass Sie herumlaufen. Wo ist sie? Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Keine Zeit dafür. Sagen Sie mir... Frau Engel, sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse, ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn's geht. Los geht's. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger? Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Über unsere Leute, bis ich es geschafft habe. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger.
Jetzt.
Freund in den Kopf. Runter von meinem Mann! William, alles in Ordnung? Anja. William, ich habe gebetet, dass du aufwachst. Ich bin eine Last. Sag doch nicht sowas. Komm. Hoch mit dir. Du bist dick geworden. Seth sagt, wir kriegen Zwillinge. Nicht jetzt, Kinder. Wenn sie überleben, können sie noch genug schmusen. Jetzt hoch mit ihnen. An Deck. An Deck. Gut festhalten, William. Skeet, Max, Skeet! Schieß, schieß! Yeah! Guter Schuss, Max! Lächeln! Noch so ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Seekuchen! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ach, das weißt du nicht. Dieter, abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht, die Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen. Nur ein ganz kleines. Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für dein Land. Und deine Familie! Was werden die Leute denken und sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, Wange erhalten! Ach, du bist den Aufwand nicht wert! Er ist da oben! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter! Los, rein, Männer! Ich lock ihn raus. Megafon! Ich rufe den Terroristen und Mörder William Joseph Blaskowitz, auch bekannt als Terror-Billy. Ich bin bereit, das Leben ihrer Gefährten zu verschonen, wenn sie sich stellen. Die Türen sind offen. Kommen Sie allein! Nach mir wurde gerufen. Geh da nicht rein, William. Sie haben unsere Leute. Wir stecken in der Falle. Uns bleibt keine Wahl. Sie haben recht. Sie müssen von da oben irgendwie unser U-Boot losmachen. Ich will dich nicht verlieren. Du bist noch schwach, William. Du kannst nicht kämpfen. Ich schaff das schon. Geister! Halt! Wollen Sie uns mit Ihrem Rollstuhl überfahren? Komm schon! Festhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit Ihrer Rüstung. Hören Sie sich nicht an! Halt die Schnauze! Was für ein Anblick. Die Anführerin kriecht in ihrem eigenen Dreck. Blaskowitz, Sie sind wach. Was von mir übrig ist. Ich bringe Sie raus. Halten Sie durch, Caroline. Wie hat sie uns bloß gefunden?
Ich hab's vermasselt. Sie hat uns gefunden. Ich hab vollkommen versagt. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blazkowicz? Hoch mit dem Krüppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind keiner. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. So, sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Fallen lassen. Oh, danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie freilässt. Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Ha? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich auf! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Tun Sie es nicht! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversion und Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Augen jemals geliebt. Was meinst du? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch. Willst du auch Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten? Ja? Sigrun, zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bringt ihn her! Auch ein alter Freund von Ihnen? Ich bring sie um!
Bitte hör auf, es reicht. Aus dem Weg! Nein! Victor! Alles gut? Mir ging's schon besser, aber immerhin habe ich die Blutung gestoppt. Geben Sie mir einen Grund, ihm nicht das Hirn auszupusten. Ganz langsam. Er ist noch schwindelig, hab viel Blut verloren. Ich kann Ihnen helfen. Mit Informationen. Militärgeheimnissen. Ich weiß, wie Sie das U-Boot freikriegen. Und da drüben sind Rettungsboote. Ich kenne die Codes. Moment, Moment. Wie kriegen wir unser U-Boot frei? Carolina. Die Tür dort führt zur Steuerzentrale. Für die elektromagnetischen Traktorarme. Sie können sie von dort aus deaktivieren. Dann geben Sie die U-Boot frei. Kriegen Sie die Tür auf? Ja. Okay, Blesko. Gehen Sie da rein, finden Sie die Steuerzentrale und geben Sie das U-Boot frei. Ich bin Ihnen gerade... Was mit Ihrer Freundin? Tut mir leid. Schnauze, Mädchen! Fergus, Respekt für den Mann, der einen Arm verliert und weitermacht, als wäre nichts. Viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. Caroline, hören Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige.
wie sie es uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Schicken Sie die Truppen! General Engel, bitte bestätigen Sie die Anzahl feindlicher Züge auf dem Ausmerzer. Wie ist Ihr...